Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute geht's weiter mit The Best of Rally Quests. Part 2 gucken wir uns heute an. Part 1 kenne ich nie, aber mir wurde gesagt, dass ich Part 2 angucken soll, deshalb gucken wir uns auch Part 2 an. Und ja, ich bin mal gespannt, was hier so alles passiert. Boah, eigentlich kann er sogar mega froh sein, dass hier das Schild war, ne? Stellt euch mal vor, das Schild wäre hier nicht gewesen. Man sieht ja so ein bisschen die Neigung, also es ist, dass er einen Berg runterrollt. Wäre das Schild hier nie gewesen, wäre er noch weiter gerollt, ne? Ja, Hinterachse gebrochen. Aber ihm scheint es wohl ganz gut zu gehen, ne? Also der Käfig kann ich euch im Privatgebrauch auch empfehlen, sich ein Käfig in Auto zu bauen. Ne, dass das Auto ein bisschen stabiler ist. Oh fuck. Also ich muss ja echt sagen, ich finde das mega heavy, dass hier die Zuschauer einfach stehen bleiben, ne? Also, ihr habt da gerade den Typen hier gesehen, der hier rechts abhaut. Ich würde genauso abhauen. Die Zuschauer haben sich so gedacht, ja gut, wenn es mich erwischt. Okay, das geht dann noch. Warum muss man eigentlich immer, das ist mir eh schon aufgefallen, warum muss man solche Rallyes immer in der Nähe machen, wo es übelst weit nach unten geht? Das ist mir schon öfters in Videos, ich gucke mir sowas ja auch mal privat an. Und wäre ich so ein Rallye-Veranstalter, ich würde einfach eine Nürnberger Ring oder sowas nehmen. Also irgendwie so eine Strecke, wo man die Person extrem schnell retten kann. Ne? Also wo man wirklich, ja gut, Nürnberg, ja gut, eine Rallye ist natürlich ein bisschen anders, da geht es ja darum, durch Matsch, Hügel und Pipapo zu fahren, aber muss das immer sein, dass man eine Strecke, also dass man da lang fahren muss, wo es so weit runter geht, dass es so schwer wird, die Leute da rauszuretten? Also ich würde es ja nicht machen, ich würde überall auf den Straßen würde ich überall Gummibärchen verstreuen, dass wenn man mal hinfällt oder wenn man mal ausrutscht, dass man, oder Matten, ne, Matten, also wenn man dann mal wirklich Kontrolle verliert, dass man auf einer Matte landet. Und die Bäume würde ich auch verkleiden, da würde ich einfach, auch Matten drumlegen, so 50 Schichten Matten. Oh, ich hoffe, der Mann ist hier weggekommen. Find's immer sehr, sehr geil, wenn Werbung kommt, die man nie überspringen kann. Ne? Finde ich immer stolzer Partner des FC prima. Jetzt fällt mir immer eingeben und tolle Preise gewinnen. Ja. Vorne das linke Reifen ist gesperrt. Dreht schneller. Ich finde das
immer so mega heftig. Wieso bleiben eigentlich immer die Zuschauer so ruhig? Ey, ich. Was warst du für ein Vieh, wenn du eine Biene bist, ne? Dann weiß ich ganz genau. Da bin ich weg. Aber war, glaube ich, nur eine Fliege. Verpiss dich, Kackding, wo auch immer du bist. Ich mag ja wirklich schöne, warme Tage. Ich mag ja auch den Sommer. Und logischerweise erst den Frühling, dann den Sommer. Aber ich habe keinen Bock auf die ganzen Bienen und sowas. Und Hornissen. Absolut keinen Bock. Ja gut, das Haus müssen neu gemacht werden, die Außenfassade. Alter, warum macht man das? Alter! Tschüssi. Aber bei ihm sah es eher so aus, dass der gerade Termine hatte, so gemerkt hat, scheiße, ich kann die Rallye gar nicht zu Ende fahren, ich muss jetzt geradeaus, ich muss noch einkaufen gehen, weil klar die Läden zu machen, ne? Also. Ich finde das halt so traurig, in was für einer Welt wir sind, ne? Es passiert was, alle holen das Handy raus, niemand rennt hin und fragt, ob es ihm gut geht, sondern jeder holt ihm das Handy raus. Des FC Bayern. Jetzt Deckelcode eingeben und tolle Preise gewinnen. Von der Jubel in den Hintergrund, ey! Es gibt's ja, ne, ich bin ja der Meinung, dass die Leitplanken, die wir jetzt haben, ja, ne, klar, die federn natürlich die Energie ab, ne, und das wird auf die ganze Leitplanke verteilt, und es soll ja dazu dienen, dass der Fahrer mit seinem Auto nicht wieder zurück auf die Strecke geworfen wird. Sprich auf der Autobahn, dass man dann hier wieder auf die Strecke geworfen wird. Es gibt ein neues Leitplankensystem, was natürlich auch Macken hat, was ich aber im Endeffekt ein bisschen besser finde. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das sind in der Leitplanke sind so, ich glaube, Kanister, Wasserkanister, ich weiß nicht, was drin ist. Stabile Kanister gebaut. Und wenn man da irgendwie mit 100 reinhämmert, dehnt sich die Leitplanke dann bei den Aufprall nach hinten ab, ne? Und der Vorteil ist, dass das Auto so gut wie gar nicht beschädigt wird und dass die Energie sehr gut komplett auf die ganze Leitplanke verteilt wird. So. Der Nachteil ist bei der Leitplankenform bei den Abprall wird man leider nach hinten wieder ein bisschen geschleudert. Oder wenn man so seitlich reinfährt, wird man halt so seitlich wieder reingepfeffert. Ist halt schwierig sowas. Amul,
No tengo idea, pues no sé si ir o no. Das ging ja gerade noch, ne? Oh, das war knapp. Wollte der Typ jetzt gerade helfen, oder? Weil es baut das da vorne einfach ab. Dass wir beide einen Handyvertrag teilen. Teilen? Kann sie dann auch meine Nachricht lesen? Der hat bestimmt das Teil mit nach Hause genommen, verkauft das jetzt oder baut das bei sich selber ins Auto ein. Zeit für eine ernsthafte Verbindung. Die Zweitkarten schon ab 19,95 Euro monatlich. Das ist bestimmt schon ein Schrottsammler. Aber für die Schrottsammler, man muss echt sagen, das scheint wohl an der Strecke der beste Platz zu sein, ne? Also wenn man so ein Schrottsammler ist, würde ich mich auch hier hinstellen und immer, wenn da, also hier passiert ja zum Glück nicht viel, ne? Auch mit den Fahrern nicht. Da würde ich mich hier so hinstellen und sobald irgendwie ein Teil abgeht, einfach mitnehmen. Boah, ist das unlucky, genau ins parkende Auto, ne? Hi! Erstmal ein Kaffee. Oh, fuck. Ja, wie schon gesagt, ne, ihr seht's ja, das Leitplankensystem, was wir, das benutzen wir auch in Deutschland, ist ja an sich nicht schlecht, weil einfach die ganze Energie wird ja auf die gesamte Leitplanke, ne? Ich komme gerade nicht auf das Wort, ausgebreitet. Das Problem ist immer bei dem Leitplankensystem, der Verursacher, also der Unfallverursacher, ich habe immer so das Gefühl, das sieht man ja auch manchmal bei den Tests. Natürlich sehen die Autos dann immer ramponierter aus und meistens, naja, geht es denjenigen, der in so eine Leitplanke gefahren hat, nicht gut. Nicht mehr, ne? Schlimme Verletzungen und pipapo, ne? Aber natürlich ist so ein Leitplankensystem für die anderen Mitfahrer, gerade auf der Autobahn, natürlich am besten, weil, wie schon gesagt, das Auto wird nicht mehr zurück auf die Dings ge... Ne? heute ist Sonntag, es tut mir leid. Scheiße, ich bin gerade erst aufgestanden. Das Auto wird halt nicht mehr auf die Fahrbahn zurückgeworfen, ne? Ja.
Oh, krass. Da hat er aber echt Schwein gehabt, ne, mit dem Baum. Wisst ihr, was ich immer das Gefühl habe? Guck mal, ihr seht ja, dass hier gerade immer so noch klettert, ne? Hier oben rechts, ne? Ich habe immer das Gefühl, das ist auf jeder Strecke derselbe, der irgendwie zu den Autos rennt. Auf jeder, egal auf was für einer Strecke, wie die Rallye angucken, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer derselbe. Immer. Der ist überall dabei. Ja, das ist echt verrückt. Wie läuft denn der herum? Wenn verrückt sein zu etwas Großem führt, dann nehmen wir das gerne in Kauf. Zeig der Welt, was es heißt, verrückt zu sein. Boah, krass. Alter. Da wollte der die Strecke räumen und da war wohl ein Konkurrent sehr nah hinter ihm. Ah, hier war's hier, guck mal, hier hat die Leitplanke gut, ja. So würde ich das auch machen. Ich benutze ja die Leitplanke auch immer als Bande. Wenn ich zu schnell um eine Kurve fahre, fahre ich einfach in die Leitplanke rein und fahre einfach weiter. Gut, ich habe noch mal gesehen, dass die Leitplanke echt gut war. Das hat sich gerade, unscheiße, das hat sich gerade mit dem Hintergrundsound angehört, dass der einfach weiterfährt, so dass der hier reingefallen ist, oder? Hört euch das gleich mal an. Und im Hintergrund fährt jetzt ein anderer Fahrer vorbei, ne? Aber hört euch das mal an. Mit so einer Lütschen. Sah gerade voll so aus, als sie nicht den Typen helfen wollten. Das sah irgendwie gerade so ein bisschen aus, wie so in einer Zombie-Apokalypse, dass die Leute einfach, die haben alle kein Auto mehr, ne, weil die Zombies kommen und die wollen denen das Auto klauen. Gib mir das Auto, ja, ist mein Auto. Dass wir beide einen Handyvertrag teilen. Teilen? Kann sie dann auch meine Nachrichten lesen? Nein. Ein Handy teilen, einen Vertrag teilen. Kein Problem. Ja. Nein. Zeit für eine ernsthafte Verbindung. Die Zweitkarten schon ab 19,95 Euro monatlich. Nein. Nein, 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 nein. Tschüssi. Ich finde das immer so übelst krass, wie die Leute so ruhig bleiben, ne? Also.
Der scheint irgendwie auch hier eine relativ... schwierige Kurve zu sein. Ey, du darfst nicht über die Absperrung. Tut mir leid, da musst du jetzt sein. Ich muss auch immer sagen, bei solchen Unfällen hoffe ich immer, dass den Fahrern nichts passiert ist, ne? Verrückt. So könnt ihr uns nennen. Ich finde das verrückt, wie oft der Werbung gesetzt hat, ne? Oh, Alter, solche, sowas hasse ich wirklich. Bei solchen YouTubern muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weiß ich nicht. Würde ich dann doch lieber einen Adblocker benutzen. Das finde ich für 13 Minuten schon ein bisschen heftig. Da ist jemand wirklich sehr geil. Oh Mann. Aber ich kenne so einen größeren YouTuber, ich sag da jetzt auch nicht den Namen, der setzt, bei 10 Minuten kann man ja so viel Werbung setzen, wie man möchte, und der setzt irgendwie gefühlt alle 2-3 Minuten Werbung. Alle 3 Minuten, ja gut, ist halt auch nur 3-mal Werbung, aber der setzt halt am Anfang, also bei 0 Sekunden, bei 10 Sekunden, bei 0 Sekunden und bei 10 Minuten setzt er Werbung und dann zwischendurch alle 2 Minuten. Ich finde das so ultra heftig. Also ich verstehe ja, ne, vollkommen legitim, wenn man so eine Reichweite hat, dass man damit Geld machen kann, Geld generieren kann. Aber so Leute mit Werbung zu pumpen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann so ein Zuschauer und dann sage ich mir, gut, guck ich mir von denen keine Videos mehr an, weil mir das einfach zu viel ist. Und ja, wenn dann mehrere Leute so denken, verliert er extrem viele Zuschauer. Der hat zwar extrem viel Werbung, aber der verliert natürlich mehr Zuschauer. Hat zwar immer noch viele Klicks, aber nur noch die Hälfte. Und wenn er einfach weniger Werbung schalten würde und die Leute und der Zuschauer generieren würde, im Endeffekt ist das genau derselbe Gewinn. Oder wenn nie sogar mehr. Ich hasse sowas. Ja, war an sich, ja gut, cooles Video, ist immer schwierig zu sagen bei solchen Unfällen. Wie schon gesagt, ich hoffe, den Fahrern ist nichts passiert und niemand von den Zuschauern. War mal interessant zu sehen, definitiv. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, von ihnen gucke ich mir keine Videos mehr an, weil mir das mit der Werbung einfach, das ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel. Tut mir leid, das ist mir zu viel. Ich verstehe das, wenn man bei 13 Minuten so 2-mal Werbung setzt, ist vollkommen legitim, wenn man vielleicht am Anfang und am Ende, aber irgendwie hatte der, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, 5-mal Werbung oder sowas, es ist irgendwie, ja, muss jeder selber wissen, ne? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang, besser gesagt, heute ist, also für mich ist heute Sonntag, für euch ist Montag, schöne Woche, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.